Fahrt. Ein Schusswechsel mitten in Köln am helllichten Tag. Dann fallen nach 22 Uhr weitere Schüsse auf dieses Café, wo sich Hells Angels aufhalten. Der Krieg zwischen den Rockerbanden in Nordrhein-Westfalen verschärft sich. Auf die Kölner Straße fallen Schüsse. Der lokale Boss der Bandidos, Aygüt Ö, und sein Begleiter werden niedergeschossen, direkt neben dem Lamborghini des Rockerchefs. Die Kugeln treffen ihn am Oberschenkel, verletzen seinen Begleiter am Bein. In diesem Video wird die spannende Geschichte des Bandidos-Rockers Aykut Ö erzählt, der nach langer Flucht in Spanien verhaftet wurde. Mit dramatischen Ereignissen, angefangen bei der Schießerei in Köln. Über seine Flucht mit zahlreichen Ausreden. Bis hin zu seiner Festnahme in einer spanischen Urlaubsstadt und seiner letztlichen Auslieferung nach Deutschland. Teure Uhren, schnelle Autos, Designerklamotten und das Rockerleben, das waren Dinge, die Aykut, der Chef der Kölner Bandidos, wichtig waren. Aber wie immer fangen wir von vorne und chronologisch an. Gießener Straße in Gremberg, Köln. Der Chef der Bandidos Köln und ein Begleiter wurden vor 6 Jahren in seinem weißen Lamborghini auf offener Straße angeschossen. Augenzeugen berichteten von einem Streit mit einem Unbekannten, der eine Waffe zog und auf die beiden Männer feuerte. Aykut und sein Begleiter wurden beide am Bein getroffen, konnten sich jedoch zu Fuß in Sicherheit bringen und ließen den weißen Lamborghini zurück. Es wird berichtet, dass der Schütze in einem schwarzen Audi davonfuhr. Im Januar 2019 traf Aykut bei seinem Steuerberater auf seinen Freund und Partner Orhan A., ein Mitglied der Kölner Hells Angels. Sofort kam es zum Streit. Sie waren eigentlich befreundet, betrieben sogar zusammen eine Shisha-Bar. Die beiden Männer lösten eine weitere Eskalation in den Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Gruppierungen Hells Angels und Bandidos in Köln aus. Das Hells Angels-Mitglied soll einen Magnum-Revolver an Aykuts Schläfe gehalten und ihn dann geschlagen haben. Die Männer stürzten nacheinander auf die Straße, wo der Streit weiterging. Es wurden mehrere Schüsse abgegeben, mitten am Tag und in der Innenstadt. Im September 2020 wurde Aykut vom Kölner Landgericht tatsächlich nur wegen unerlaubten Führens einer Schusswaffe zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Diese Strafe sollte er im offenen Vollzug in der JVA Euskirchen absitzen, da er beim Streit in Köln nur aus Notwehr gehandelt habe. Eigentlich hätte der Rocker im Juni des Jahres dort eintreten müssen, doch er erschien nicht. Laut Zeitungsberichten soll der damals 34-Jährige verschiedene Gründe angegeben haben, warum er nicht in den Knast gehen könne. Diese Gründe klangen jedoch sehr fantasievoll. Zuerst sagte Aykut, dass seine Ehefrau schwanger sei, dann behauptete er, krank zu sein. Anschließend gab er an, sein Haus in der Türkei verkaufen zu müssen. Der letzte Grund war ein Hexenschuss. Diese Ausreden wurden dem Staatsanwalt jedoch zu bunt und er zog die Reißleine, indem er einen Haftbefehl erließ. Doch Aykut tauchte unter und hielt sich bei Freunden in Spanien auf. Die deutschen Behörden waren ratlos. Doch kurze Zeit später wurde er in einer spanischen Urlaubsstadt verhaftet. Jedoch erfolgte die Auslieferung nicht sofort. Bald darauf kam er wieder frei, unter der Bedingung, eine elektronische Fußfessel zu tragen und sich regelmäßig bei den spanischen Behörden zu melden. In dieser Zeit machte er sich in etlichen Videos über die deutschen Behörden lustig. Der König von Köln ist noch lange nicht ausgerottet. Auch seinen extravaganten Lebensstil mit teuren Designerklamotten, Geld und Autos präsentierte er weiterhin. Bei einer Observierung des belgischen Bandidos-Mitglieds Gerd F., der sich ebenfalls in der spanischen Stadt aufhielt, wurden wichtige Erkenntnisse gewonnen. Gerd war eine bekannte Figur in der kriminellen Unterwelt. Bei ihm ging es um mehr als 11 Tonnen Kokain, das in einem Schiffscontainer aus Südamerika in Antwerpen entdeckt wurde. Dies war bis dahin der größte Drogenfund aller Zeiten in Europa, der auf dem Seeweg geschmuggelt wurde. Der Großhandelswert des Kokains lag bei 450 Millionen Euro, während der Straßenverkaufswert mindestens 900 Millionen Euro betrug.
Und genau Aykuts Kumpel Gerd war der Hauptverdächtige bei dieser Observation. Schon während der verdeckten Überwachung wurde Aykut mit Gerd gesichtet. Die beiden wohnten sogar fast Tür an Tür in einer luxuriösen Wohnanlage in Strandnähe. So konnten die Ermittler beide gemeinsam festnehmen. Nach dieser Festnahme wollten die spanischen Behörden nicht mehr riskieren, Aykut aus den Augen zu verlieren. Er wurde daher anschließend nach Deutschland in die JVA Remscheid ausgeliefert, während sein Kumpel Gerd vorerst in Spanien blieb. Zu Gerd F. und seinen spannenden Aufstieg werden wir euch jedoch noch ein separates Video präsentieren. Was meint ihr? Hätten die deutschen Behörden anders und auch härter durchgreifen müssen? Schreibt wie immer eure Meinungen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, like das Video und abonniere unseren Kanal für mehr Inhalte wie diesen. Bis zum nächsten Mal.